So, wieder hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 6-2 hier in Season 4 Episode 1 der Preview. Wollen wir uns ein weiteres Fahrzeug anschauen, was jetzt neu reingekommen ist, nämlich den Cadillac DeVille Coupé oder Cadillac Coupé DeVille. Sehr, sehr klassischer Cadillac, ich denke mal vielen Leuten bekannt. Unfassbar schöne Form dieses Fahrzeug, muss man sagen. Grundsätzlich die ganzen klassischen Cadillacs. Alter, das sind alles solche geilen Schiffe. Die könntest du einfach wirklich straight im Museum stellen. Alle, die sind einfach von der Form. Das ist einfach wahre Kunst, wie die Designs sind. Gefallen mir alle super, super gut. Und nicht nur das Cadillac, mittlerweile auch moderne Fahrzeuge. Doch schick, muss man sagen. Aber hier natürlich diese klassischen. Also, es ist einfach. Okay, also, das ist halt. Es sind einfach schöne Autos. Grundsätzlich die ganze Bauform ist einfach super elegant. Und ja, den werden wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Den werden wir uns heute mal ein bisschen tunen. Ich glaube, es ist auch ein Fahrzeug, wo ich fast die Grundfarbe nicht wechseln möchte, weil ich dieses Schwarz. Das fühle ich schon sehr auf dem Auto, vor allem mit dem Chrom. Das ist schon so eine leichte Mafia-Karre. Das gefällt mir schon gut. Ich bin gespannt, was sie damit anstellen können. Ich persönlich wüsste jetzt gerade gar nicht so viele Anpassungen, die ich jetzt, sagen wir mal, passend finden würde. So ein Blower auf der Haube, weil das würde bei dem Wagen die Optik zerstören. Weil, wie gesagt, so schön klassische, schöne Linie. So ein Blower wird einfach da vollkommen falsch stehen. Wie gesagt, bei so einem Pickup und sowas, da finde ich das ein bisschen anders. Aber bei so einem schönen klassischen Cadillac, da muss man schon einen gewissen Geschmack bewahren. Aber ich bin mal gespannt, was wir damit so anstellen können. Deswegen gehen wir mal rüber und schauen nochmal. Wir gehen erstmal natürlich in die Farbe rein. Ich sag schwarz Standardfarbe, dann haben wir noch so ein Grau. Ja, nimmt dem Ganzen mal ganz viel Eleganz und Rot, Blau. Ja, das Blau geht noch irgendwie, das hat auch noch so wie so ein schöner blauer Anzug, ne? Das geht auch schon klar, so ein schöner dunkelblauer Anzug geht ja auch klar. Aber ich glaube, da werden wir ganz klar bei dem Schwarz bleiben. Das ist einfach deutlich angenehmer. So, wir schauen aber, was wir so anstellen können. Wir können. Was machen wir da vorne noch alles weg? Irgendwas machen wir noch weg. Ne, machen wir nicht. Wir nehmen nur den Steg auf der Haube weg. Ich sag mal, das sieht dadurch cleaner aus, aber ich muss ja sagen, es gehört ja schon so ein bisschen zu dem Cadillac so dazu, diese Flügel da drauf. Ist schon so ein bisschen, gehört sich das ja schon so ein bisschen. Dann haben wir so einen Einlass. Ah, der wiegt aber ein bisschen sehr fehl am Platz. Und dann haben wir eine Motor, eine Rennhaube. So ein bisschen Hudson Hornet-mäßig. Bin ich gerade im richtigen Fahrzeug, aber eben so bei Cars, ihr wisst Bescheid, ne, hier der alte Typ, der blaue, aber das ist auch so ein bisschen Motorsport orientiert. Ich sag mal so, die Schnellverschlüsse, die fühle ich schon sehr, also diese Lederriemen, die finde ich schon sehr geil, aber die Einlässe sind mir einen Tacken zu modern. Bleiben wir bei der Haube, würde ich sagen, einfach mal schön original. So, Stoßstange vorne, da können wir, was ändern wir da? Ah, oh, okay, das ist cool. Wir haben so einen Sichtschutz oben, seht ihr, auf der Windschutzscheibe, also Sonnenblende letztendlich, weil, naja, ich glaube, du hast natürlich ja nichts zum Umklappen, deswegen hast du das dann genommen. Das ist natürlich geil. Und wir haben auch andere Scheinwerfer, sehe ich gerade. Wir haben eben so schöne Augenlider drauf. Finde ich sogar gar nicht so schlecht. Gibt dir so ein bisschen mehr. Ist mir doch scheißegal, Blick. Das hat was. Ah, die Scheinwerfer gefallen mir optisch gar nicht. Nee. Schwarz lackierter Grill auch nicht. Boah, aber schwarz lackierte Stoßstange hat schon wieder was, ne? Boah, schwarz lackierte Stoßstange. Mit den ungeänderten Scheinwerfern und so, das hat schon einen gewissen Charme, muss man einfach sagen. Komplett schwarz, natürlich einfach komplett fies, das ist natürlich, sieht einfach total brutal aus. Aber ich mag diesen Classic-Look, muss ich sagen, also da bin ich doch eher der Fan von. Dann haben wir noch schwarz, ich gehe mal gerade hier mal ein bisschen durch, weil ich komplett schwarz... dann haben wir diese andere Cadillac-Design-Stange, so ein bisschen mit den Spikes da vorne dran, das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, ich werde die Kombination mit schwarzer Stoßstange unten. Wo haben wir sie denn? Jetzt muss ich ja mal wieder finden, dass ich das Ding finde. Die Variante. Die werde ich, glaube ich, wählen. Da haben wir immer noch so ein bisschen unser Chrom an der Front dran. Also wir nehmen das Chrom nicht komplett weg, was ich finde ich ganz wichtig ist bei dem Auto. Komplett dechromen finde ich bei dem Auto fehl am Platz. Aber mit den Scheinwerfer von oben, der Blende, doch, das gefällt mir sehr gut. Das nehmen wir. Das kaufen wir uns einmal. Wunderbar. So, Kotflügel. Gibt es Verbreitung für den? Ja, das machen wir jetzt. Ja, was machen wir da? Ah, okay, ach so, das sind die Blenden an der Seite. Die Kamera zeigt das leider nicht ganz richtig. Wir haben einerseits diese Einstiege theoretisch, ihr seht sie hier mit dem Schriftzug unten und ein bisschen der Chromblende. Und dann haben wir theoretisch die Variante, dass wir unten diesen griffelten Teil wegnehmen und hinter das Cadillac eben so eine Chromzieler setzen, die ich sogar ein bisschen geiler finde. Wenn wir das hinten gleich auch machen können, fände ich das, glaube ich, sogar noch ein bisschen edler. Das nehmen wir, das finde ich sogar ganz gut. Sehr schön. Leider keine Verbreiterung, das wäre noch ganz cool gewesen. So, wir haben noch andere Cadillac-Felgen. Wir haben hier noch so mehr Speichenfelgen.
Ah, ich bin jetzt gerade überlegen, welche ich besser finde. Ich glaube, ich finde die zu ein Tacken edler. Wir nehmen die. So, Spiegel. Da haben wir einen oder zwei? Wir haben einen, okay. Wir können zwei dran machen und wir können so einen so ein bisschen sportlicheren machen. Ne, zwei haben wir dann. Boah, ich bin aber eigentlich der Fan von einem Spiegel. Doch, wir bleiben bei einem Spiegel, finde ich schon geiler. So, Schweller, ich hoffe, wir können das selber hinten... Ah, da können wir dequorben. Das wollen wir nicht. Das ist so ein Wagen, wo ich euch sehr viele Teile zeige und sehr viele davon nicht nehmen werde, weil ich mit der Grundoptik des Fahrzeugs doch sehr zufrieden bin. So, Kupflügel wird dasselbe Thema sein, ne? Ja, gut, das passt so ganz gut. Da nehmen wir zwar Chrom weg, aber das passt halt dann besser mit der Seitenlinie, mit dem Schriftzug vorne. Das wirkt sonst fehl am Platz. So, nehmen wir. Heckspoiler. Okay, das ist sogar ganz geil mit dem Ersatzreifen. Sieht so ein bisschen aus, als würde man sich so einen Donut unter die Stirn spritzen, aber das ist natürlich an sich geil mit dem Ersatzreifen, der so oben eingelassen ist. Ja, komm. Es ist eine kleine schöne, extra eine coole Idee, das nehmen wir euch mal mit. Anderer Spoiler wäre natürlich noch cool gewesen, aber naja. So, getönte Rückleuchten. Würde ich sogar machen wollen. Dann haben wir das hier auch schwarz und die Rückleuchten selber drumherum. Das könnte man sogar machen, weil dadurch so eine oben so eine durchgängige Linie ist. Das fände ich sogar gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir das in so einem helleren. Holy shit, was sind das für Abgas? Was sind das denn für Endrohre, Alter? Straight out of Scream. Okay. Dann haben wir so eingelassene Endrohre. Das Ganze auch nochmal chrom und lackiert. Hier finde ich nice. In die Stoßstange eingelassen, weil du hast die grundsätzlich coole normale Optik, aber schön die Endrohre da drin. Ja, das nehmen wir. Ich glaube, da bin ich sehr konform mit. Das nehmen wir. Aber ich glaube, wir nehmen das hier in komplett schwarz. Also ich habe so einen schönen Übergang ins Heck und du hast so keine Chromunterbrechung oben im Kotflügelteil, sondern nur unten in der Stoßstange. Das nehmen wir so. Das finde ich sehr nice. Okay, einmal mit dem Einpacken. So, Innenraum. Ich würde da gerne rot haben, weil ich glaube, so rote Zierelemente zu schwarz harmonisieren halt einfach gut. Ne, nicht mal Ziernäht. Bin ich rote Fläche oder rote Wangen? Ich glaube, so rum machen wir das. Dann machen wir das in der Farbe. Bitte lass mich jetzt... ich kann da jetzt Carbon reinmachen. Dann kriegt ihr Probleme mit mir, wo ich auch... Das machen wir nicht. Wir haben einen gewissen Anspruch an uns selber. Chrom ist es nicht. Carbon ist es nicht. Chrom oder... Ja, komm, können wir mal was schönes Wurzelholz rein. Es gibt wenige Autos, wo ich Wurzelholz wähle, freiwillig. Also muss ich wirklich sagen. So, damit haben wir diesen wunderbaren Wagen getuned. Also es wäre mehr Potenzial noch drin gewesen. Ich meine, wir sind ja hier und da ein bisschen zurückhaltender gegangen. Er hat jetzt auch nicht, sagen wir mal, super extreme Teile. Es ist alles mal so ein bisschen hier und da das Chrom weg, da ein bisschen lackiert, hier und da so Feinheiten. Der hat keine jetzt, sagen wir mal, richtigen Extremparts, wo jetzt ein Blower auf der Haube wäre oder die Karre maximal breit. Aber das nehme ich bei dem Auto, dem Spiel jetzt auch gar nicht übel, weil der DeVille ist halt einfach ein wunderschönes Auto. Also ich meine, zu extrem gehen fände ich auch schon dem Wagen gegenüber nicht so geil, weil ich finde, er sieht einfach schön aus. Wir haben ja gewisse Twists geändert, wir haben ja die Seitenleisten geändert, wir haben ja die Scheinwerfer geändert, da haben wir oben diese Blenden drüber. Also es ist ja nicht so, dass man den Wagen nichts ändern kann, aber eben nur eben im Detail. Und finde ich bei dem gar nicht so schlecht, weil es an sich einfach ein wunderschönes Fahrzeug ist. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Komm, wir gehen mal raus. Das sieht schon gut aus, muss man sagen. Wie sieht das in der Innenperspektive aus mit den Blenden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die sind schön. Die Beleuchtung ist auch so ein bisschen so, als hättest du gerade nachts so neben dem Bett die Leselampe für das Buch angemacht. So, ich habe mal die Bücherlampe in mein Tacho gehängt und da tut's. Was ist denn da rechts? Ach, die Uhr. Der Beifahrer kann dir die Uhrzeit sagen. Das ist ja praktisch. Das ist ja schön. Ich wollte schon sagen, hat er so wie beim alten Ferrari KMH-Anzeige. Weil jetzt wirklich das Lied, da war jetzt hier die Auspuffrohre da hinten drin. Oh ja. Okay, das mit den Auspuffrohren in der Stoßstange, das ist schon ein geiler Twist. Also, das muss man aber mal ganz klar sagen. Das ist hier schon cool. Er sieht einfach edel aus. Es ist einfach eine Mafia-Karre. Das ist die Karre vom Boss. Guck mal, wie edel der ist. Das ist schon geil. Das ist schon eine sehr edle Kiste. Also klar, passend zur Heckschutzstange hätte ich theoretisch die Front natürlich dann auch komplett chrom lassen müssen für die unten. Aber ich finde es halt vor allem geil, dass wir diesen lackierten Teil haben und dann diese Spikes da unten in Chrom rausstechen. Ach, das ist schon eine sehr, sehr geile Gangsterkiste. Also, der gefällt mir richtig gut. Vor allem, wie gesagt, mit dem Endron hinten drin, dadurch sind die so ein bisschen understatement-mäßig eingelassen und wirken nicht so auffällig. Das finde ich sogar ganz gut. Das finde ich steht dem Wagen doch sehr, sehr gut. Ja, und dann solche kleinen Details, wie gesagt, wie die Sonnenblende vorne und hinten halt dieser Ersatzreifen am Heckdeckel. Das sind so die Feinheiten, so Kleinigkeiten, die ich immer ganz schön finde. Wenn man sowas in den Tuning-Menüs mit reinpackt. Spoiler wäre natürlich noch ganz geil gewesen, obwohl ich selber sagen muss, also so sehr ich Rear Mounted Ring und Big Wangs feier, glaube ich, hätte ich kein Auto, wo das mehr Federplatz wirken würde hier, als wenn ich hier so Rear Mounted Ring hier an die Stoßstange prügel. Ich meine, Idee wäre cool,
geschmackstechnisch könnte man auf jeden Fall darüber reden, dass man auf jeden Fall ein ganz dringendes Problem hat und vielleicht noch mit seinem Psychiater reden sollte, wenn man das in Ordnung findet. Aber na gut. Wollen wir diesem Wagen natürlich auch ein wunderbares Rennen noch zumuten. Ne? Der muss natürlich auch mal gefahren werden. Mal gucken, was er so kann. Ja, mit dem Chevy Pickup hatte ich ja so ein bisschen mein Problem. Der hatte so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Probleme mit Input-Delay. Aber das nicht, weil jetzt irgendwie der Controller plötzlich spinnt, sondern einfach, weil der Wagen sich einfach behäbig vor wie scheiße. Ich bin mal gespannt, ob der DeVille hier vielleicht einen Mühe angenehmer ist. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Das sieht schon... Also ich würde mich im Rennen nicht mit mir anlegen, weil du weißt ja, du Packers landest ja mit dem Beton an den Füßen im See. Also ich meine nur. Also so grundfeldmäßig. Ja, der läuft ja auch entspannt rüber. Ah, der hat zwar nicht seinen Tag, würde ich mal behaupten. Das war nicht so sein Tag. Da lief jetzt nicht so für ihn. So. Wir schauen doch mal, was hier so geht. Ja, okay. Der Chevy hatte wirklich so ein bisschen... War wirklich ein bisschen lebiger. Merkt auch ihm hier an, dass er so ein bisschen... Naja, aus den 40er. Er ist halt von 49. Ne? Der Wagen hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das kann man ihm fahrträglich schon auch mal hier und da ein bisschen... anmerken, ja, den Sprung, den lasse ich immer schön außen vor, weil ich bin ja nicht bescheuert. Warum soll ich springen, wenn ich außen rumfahren kann? Mehr Kontakt mit dem Boden gibt mehr Geschwindigkeit. Das ist logisch. Natürlich bei 6-2 durch die Nitro-Sprünge, also das hier, dass man durch Nitro in der Luft noch boosten kann, da macht man natürlich trotzdem ein paar Meter weg. Also ich glaube, am Ende kommt es fast auf selbe hinaus, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mal, das macht jetzt nicht den großen Unterschied. Ja, cool ist das ganz geil. Der klingt so schön dreckig. Der hat so einen ganz dreckigen Klang. Finde ich durchweg ganz gut. Also allein optisch. Also den Chevy und den DeVille würde ich mir alleine nur dafür holen, damit sie in der Garage schön stehen. Wenn du in die Garage gehst und in die Ecke guckst, so schick, die stehen schön da. Also weil der Chevy fährt sich halt meh, leider. Aber der fährt sich auch ganz angenehm. Also auch er ist so ein bisschen behäbiger, muss man leider erwähnen. Aber es sind halt wirklich Autos, unbedingt Freestyle einfach mal. Einfach so einen schönen Roadtrip mal machen. Oder eben jetzt die neue Mission machen. Ich denke mal, das ist auch ein schönes Auto, wo man für den Gast auf jeden Fall eine gute Reise anbieten kann, würde ich mal behaupten. Also da kann man sich nicht beschweren. Da passt schon soweit. Also da ist auf jeden Fall alles im Lob mit der Kiste. Und ich glaube, von den Tuning-Optionen gefällt er mir fast am besten. Das ist bescheuert, klingt, weil er eigentlich relativ wenige hat. Aber die sind halt alle, wirklich alle geschmackvoll. Da war jetzt nichts, wo ich sag so, also da würde die Cadillac dir am liebsten gerade eine Klage reinschicken, dass du den Wagen bitte wieder aus dem Spiel nimmst. Also das war hier nirgendwo der Fall. Also, das ist, wenn der hier so lang rollt, das ist ja hier in Las Vegas, das macht schon was her. Da hältst du schon freiwillig Abstand. Wie gesagt, Beton an den Füßen ist mit Wasser in Kombination immer so eine Sache, die möchte man eigentlich, glaube ich, vermeiden. Aber das kommt über den Wagen sehr nahe, also muss man sagen. Und mit diesen wunderbaren Worten, dass ihr vielleicht auch ein Like da lassen solltet, weil man euch sonst an dem Boden des Sees wiederfindet. Aber naja, könnt ihr ja gerne ein Like da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein, bis dann und tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.